Wir schauen mal auf die NFTs auf der AlloVZero Blockchain. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Wir schauen uns in diesem Video mal die NFTs auf der AlloVZero Blockchain an. Und zwar ist ja die erste Börse rund um NFTs auf AlloVZero diese hier, und zwar ArtZero. Aktuell können wir hier im Testnet eine Demo machen und dort gibt es auch einige NFTs, die wir kaufen können. Ihr seht ja, ich habe mich hier schon verlinkt, habe aktuell 39.000 Test-A-Zero. Jeden Tag claim ich 1.000, um solche Videos hier machen zu können und auch im Testnet ein bisschen rumprobieren zu können. Und wir schauen uns das mal an. Was gibt es eigentlich schon für NFTs? Weil das, was wir jetzt hier sehen, wird wahrscheinlich auch im Mainnet kommen. Das heißt also, dieser Test ist auch schon wirklich direkt der Mainnet-Test. Und wenn das Ganze dann im Mainnet ist, dann kann ich mir vorstellen, dass hier auch auf die NFTs ein kleiner Hype entsteht. Bin ich mal sehr gespannt, weil es sind natürlich erstmal, ganz am Anfang, die ersten NFTs. Wer sich da durchsetzen wird, bleibt spannend, wir werden abwarten. Aber ich glaube, die Punks haben sehr gute Chancen. Schauen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Also, das ist die Demo. Wir haben das hier gesehen. Sie haben bereits gesagt, was ist aktuell möglich, also was kann man aktuell machen. Aktuell kann man sich mit der Sub-Wallet, die benutze ich, Talisman-Wallet oder mit der Polkadot-JSON-Extension kann man sich hier anmelden. Man kann hier ein Profil erstellen, ja, muss man im Testnet nicht wirklich. Und man kann hier NFTs listen, anlisten, kaufen, binden, minten und auch einiges im Testnet noch machen. Ja, also, so sieht es aus. Man kann, wenn man weitere Infos haben will, hier unten einfach kurz seine E-Mail-Adresse eintragen und das Ganze subscriben. Meine Hamse, weil ich habe ein NFT gewonnen und deswegen musste ich hier meine Adresse angeben, ohne das kriege ich nichts. Naja, nee. So, wie sieht es aus? Das sind ihre eigenen NFTs, ihre Predators. Die sind wirklich von ihnen selber, von der Börse selber. Und dann habe ich ja gesagt, die A0 Punks, von denen man sehr viel auf Twitter sieht, wer da Interesse dran hat, um zu schauen, wie die aussehen, im Testnet schauen. Und hier diese Majestic Masken, also die majestätischen Masken. Ja, schön. Und dann gibt es noch viele andere, zum Beispiel AlloVZero Monster. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Das ist ja eigentlich das Monster-Symbol vom Energy Drink. Naja, dann noch hier solche Hero Buddies, die einfach einen QR-Code haben. Vielleicht kann man die ja benutzen, wer weiß. Und wir sehen hier viele andere. Wenn wir noch weitergehen, müssten eigentlich noch andere kommen. Genau. Also hier zum Beispiel die Elven NFTs. Natürlich braucht man ja. Also es gibt auch viel Quatsch. Sehen wir direkt. Keine Frage. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Punks, wo ich glaube, Punks ist bis jetzt auf fast jeder Blockchain gut gegangen. Und da es hier die ersten sind, kann ich mir vorstellen, dass da schon was draus wird. Wir suchen jetzt mal einen aus. Ich habe schon einen gekauft. Wir müssen oben nämlich auf meinen Account gehen. Meine NFTs. Dann zeige ich euch das. Und zwar habe ich diesen hier gekauft. Den hat man auf Twitter schon mal gesehen. Den habe ich mir einfach mal für 5.000 Test A0 gekauft. Ich Verrückter. Hashtag 16 ist der, also die Nummer 16. Und jetzt kaufen wir uns mal einen neuen, um zu schauen, auch wie schnell geht das und wie schnell ist die Abwicklung. Ich würde sagen, welchen sollen wir kaufen? Den können wir uns leider nicht leisten. Der sieht eigentlich am coolsten aus. Ich würde sagen, wir holen uns den Affen. Also wir haben einen Punk und einen Affen gleichzeitig. Eigentlich ist das doch ein Win-Win. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns das Ganze. Dann muss ich das hier oben, seht ihr jetzt nicht, muss ich das in meiner Sub-Wallet gerade bestätigen, so wie bei MetaMask. Zack, jetzt ist das Ganze schon auch durch, in dem Block gerade und schon gekauft. Also ich sage ja, jeder, der das schon mal genutzt hat und von Ethereum NFTs kennt, der wird hier sagen, boah, geht das schnell. Und ja, in dem Moment, wo All Done da stand, ist der auch schon unlisted und weg. Hier sehen wir auch die, die alle unlisted sind, das ist jetzt meiner in dem Fall. Und müsste eigentlich noch der andere, nächste Seite, der andere von mir sein, in dem Fall. Und so geht das Ganze. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin und listen einfach mal ein. Ja, also jetzt haben wir den gekauft, gehen wir noch auf MyNFT, gucken wir mal. My Listings haben wir keine, meine gebundenen haben wir auch keine, aber meine Collected, also meine gesammelten, sind diese beiden hier. Dann würde ich sagen, wir verkaufen den jetzt mal, wir haben ihn dafür 6.000 gerade gekauft. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal hin. Wir sind mal freundlich und verkaufen ihn einfach nur für 5.000. Sehen aber auch direkt, hier werden uns noch ein paar Fees, also 5%, werden uns hier abgezwackt. Das sind dann 250 Test-A0 in dem Fall und auch noch Royal Fees, also an den, der das erstellt hat. Der kriegt auch nochmal 5%, also auch nochmal 250 A0. Das heißt, wir kriegen hier 4.500, wenn wir es verkaufen können, zu 5.000 Test-A0. Ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Hier sind noch die Eigenschaften rund um das Ganze. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal und listen ihn mal. Schauen wir mal, was rauskommt.
müssen wir zweimal approven, hier ist das zweite Mal. Und all block, in block, all done, fertig. Ja, das war's schon. Es ist Wahnsinn, oder? Wenn wir das uns anschauen, dann können wir auch hier, wait a moment, manchmal die Seite, die Seite braucht länger wie die Blockchain. Sehr interessant. Aber hier sehen wir auch, er ist jetzt gelistet. Und wenn wir jetzt hier den hier noch verkaufen wollen, den ersten, den wollen wir ein bisschen teurer verkaufen. Für 10.000. Gehen wir 9.000, einmal approven. Das Listing wird vorbereitet. Zweite Mal approven, in Block und eigentlich all done. Genau, so schnell geht das. Jetzt ist dieser auch im Listing. Wait a moment, das liegt wie gesagt an der Börse, aber wir sehen hier ganz klar, sind die beiden gelistet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die zwei weggehen. Natürlich kann man auch offern, also Gebote bekommen und auch welche verteilen. Können wir uns anschauen, indem wir hier mal drauf gehen, da müssten nämlich schon bei diesen Predators sind nämlich Gebote geboten worden. Hier sehen wir dieser coole Predator, wie ich finde, für 10.000. Ich glaube, den kaufe ich jetzt noch. Und der höchste Offer, also was bis jetzt geboten wurde, war 2.000. Ich würde einfach sagen, weißt du was, den kaufen wir uns. Wir haben es ja, kein Problem. In Block und wie schnell ist es diesmal? Oh, all done. Da ist er schon. Und jetzt haben wir diesen coolen Predator, der hier diese Dollarsbrille hat. Die hätten wir doch gerne, wollten wir doch haben, oder? Schauen wir uns mal an. Es ist auch nur dieser einzige wirklich da. Nein, da kommen die anderen. Wie gesagt, die Seite lädt eigentlich schon fast länger, wie die Blockchain braucht. Sehr interessant. So sehen diese aus. Das sind von den Art Zeros selber welche. Die hatten damals mal ein Gewinnspiel. Da habe ich einen gewonnen. Das sollte auch der erste sein. Ich bin mal gespannt, wenn ich die claimen kann. Ich gebe euch da auf jeden Fall mal ein Update. So sehen die aus. So wie man es halt kennt von diesen ganzen NFT-Serien. Sehen alle ziemlich ähnlich aus, haben bestimmte Eigenschaften. Gitarre, natürlich. Der sieht sehr cool aus, mit Schwert und Schild, aber dann so eine Armee-Militärausrüstung. Eigentlich müsste der diese Waffe tragen. Naja, und auch Laserschwerter und einfach nur ein T-Shirt als mit einem ASIO-Logo. Sehr, sehr interessant. Schauen wir noch drauf, ob wir den jetzt wirklich gekauft haben mit diesem Dollarzeichen. Und dann müssen wir den natürlich wieder freigeben, ist ja keine Frage. Da ist er. Wir müssen den natürlich wieder freigeben, damit Leute das kaufen können. Komm, wir sind fair, machen es ein bisschen billiger. 8.000, 2.000 wurden ja geboten. Gucken wir nochmal, klappt das Ganze in Block und nochmal hier kurz bestätigen. Ich klicke drauf, Broadcast in Block und all done. Zack, schon ist es da. Und dann sehen wir auch ganz klar, die drei sind gelistet worden. Ich bin mal gespannt, ob die verkauft werden. Auf jeden Fall, so funktioniert das Ganze. Hat man mal einen Eindruck rund um die NFTs und auch, wie das Ganze funktioniert. Sehen wir, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir Offers. Ich werde hier mal reinschauen, immer mal wieder, um euch da vielleicht auch ein Update zu geben. Schaut gerne mal dann im Livestream vorbei, fragt doch einfach mal, dann verbinde ich mich kurz und dann schauen wir uns das Ganze an. Ist sehr, sehr interessant, würde ich sagen. Und ich würde sagen, sieht sehr cool aus. Sehr spannende Projekte, die wir da noch sehen werden, die noch kommen werden. Und ich glaube, es ist sehr beeindruckend für Leute, die auf anderen Blockchains unterwegs sind, hier zu sehen, wie schnell das geht. Das ist nämlich wirklich die reale Zeit, wie es da noch im Mainnet ist. Viele Leute sitzen jetzt davor und sagen, ach, der redet die ganze Zeit, wie schnell das ist. Das ist ja nur im Testnet. Glaub mir, ich verspreche euch, im Mainnet wird es genauso schnell sein. Wer jeder, der da mal eine Transaktion gemacht hat im Mainnet, weil er zwei Wallets hat, von A nach B zum Beispiel, der ist sehr, sehr überrascht. Du hast noch nicht wirklich auf, ich bin fertig geklickt, ist das Geld schon auf der anderen Wallet. Sehr, sehr spannend. In diesem Sinne, schreibt gerne mal eure Kommentare zu NFTs auf der LFZero Blockchain. Würde mich sehr freuen, wenn dort Meinungen, Anregungen und vielleicht hat ja auch jemand von euch eine NFT-Idee für die LFZero Blockchain. Haut doch gerne mal raus, wenn einer was hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde uns interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.